Und natürlich waren die mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt, wie am Anfang ging es um die Desinfektionsmittel, dann um die Masken, dann um die Impfstoffe. Und da hatten die oftmals nicht den Kopf für solche schönen Dinge. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einfacher in so einem schönen Bereich, wo man Spaß hat, die zu begeistern, wie wenn es jetzt einfach nur um Nasenspray oder einen Hustensaft geht. Also ich weiß, die Kollegen aus der Pharmabranche, die waren alle im Homeoffice. Wir waren anfänglich auch und dann sind wir aber schon auch langsam wieder zu den Kunden, haben Beziehungspflege gemacht, haben einfach geschaut, was kann man vor Ort, wie kann man die einfach so ein bisschen betreuen und einfach auch mal ein offenes Ohr haben, was da im Moment so anliegt. Und darüber hinaus hat sich dann doch auch immer